Männlichkeit leben, der Podcast für Männer von Björn Thorsten Leimbach. Willkommen zum Podcast Männlichkeit leben. Hier erfährst du, wie du ein aufregendes und spannendes Leben als Mann führen kannst. Heute stelle ich wieder einen weiteren Schritt zur Stärkung deines Mannseins vor. Es geht um das Thema gesund und energievoll leben als Mann. Ja, ein breites Thema. Gesundheit ist ja spätestens seit Corona ein Thema, was du, wenn du die Nachrichten anmachst oder irgendwo im Internet bist oder eine Zeitung oder sonst was liest und in den Gesprächen Thema Nummer eins, ja, die Gesundheit. Wobei es ist nicht die Gesundheit Thema, sondern die Krankheit oder besser gesagt die Angst vor der Krankheit und die Maßnahmen dagegen sind das Thema. Ich möchte hier einen etwas anderen Blick als Psychotherapeut und als Coach und jemand, der schon sehr, sehr lange mit Menschen und mit Männern speziell arbeitet, seit 30 Jahren Biografien studiert. Und wie kannst du also gesund leben als Mann? Wie kannst du energievoll leben als Mann? Das ist natürlich eine wichtige Frage, die dein Lebensstil, deinen ganzen Lebensstil, deine Lebenshaltung, deinen Alltag betrifft. Schau, wenn du normalerweise Coachings hast, wie werde ich erfolgreich, wie kriege ich eine Frau ins Bett, wie verdiene ich viel Geld, wie werde ich selbstbewusst als Mann und all die Themen, die so andere Coachings haben, da geht es um mentale Tricks, da geht es um Strategien, Kommunikationsstrategien, ja, wie spreche ich die Frau an, wie verhandle ich, wie mache ich mein Business, welche Glaubenssätze habe ich da, was glaube ich. Das sind so die Anhaltspunkte, die eigentlich eher mental gestreckt sind. Ja, also du musst dein Mindset verändern, du musst andere Gedanken haben und dann hast du ein anderes Leben. Und ich halte davon relativ wenig, weil das meiste davon ist einfach Hirnfick, vor allem wenn es sowieso nur digital ist. Dein Leben, das, was dein Lebensgefühl, dein Energieniveau, dein Alltag, dein Lebensinhalt bestimmt, ist nicht nur dein Geist, sondern wir sind mehr als der Geist. Wir haben einen Körper und wir haben Gefühle, wir haben eine Seele. Ja, und das ist das, was prägt. Das bedeutet, ich setze komplett anders an. Ich sage, es ist eben unser Körper und unsere Seele, die das bestimmt. Und wie du deinen Alltag einrichtest, das bestimmt dein Leben. Ja, mit den tollen Gedanken, die du da hast, bestimmst du nicht dein Leben, sondern dein Leben bestimmst du, indem du dich bewegst oder eben auf dem Sofa sitzt, indem du Sport machst oder eben nichts machst, indem du tief atmest oder flach atmest, das bestimmt dein Leben, indem du gesund isst oder nur Fastfood reinstopfst, indem du dich isolierst und zu Hause sitzt oder an die frische Luft gehst, indem du unsozial bist und vor deinen digitalen Medien hockst oder indem du unters Volk gehst und Kontakt machst. Das betrifft dein gesamtes Lebensgefühl. Das ist das Entscheidende, unabhängig von deinem Mindset und dem ganzen Hirnfick. Ja? Dein ganz Konkretes. Also, du kannst ein tolles Mindset haben. Du kannst dir morgens, mittags und abends sagen, ich lebe gesund, ich bin kraftvoll, ich bin männlich, ich bin der geilste Typ. Aber das ist es nicht. Das wird nicht dein Lebensgefühl verändern, wenn du eben das nicht umsetzt. Ja? Wenn du aufstehst und machst morgens Sport und hängst eben nicht direkt am Computer, sondern machst Sport, machst Meditation, das prägt dich. Wenn du gesund isst, wenn du vernünftig isst, das prägt dich. Ja? Wenn du unter Menschen bist, das prägt dich. Also das, was du tust, ganz real tust, was du machst, das ist das Entscheidende. Und wir haben ein sehr materialistisches und sehr kognitives Bild, was die meisten haben. Also, wir gehen davon aus, dass es nur Gedanken sind, die uns, also der Geist, der uns prägt, das ist das eine. Und das andere ist eine sehr schulmedizinisch-materielle Sichtweise. Also, wenn du zu schlapp bist, dann brauchst du bestimmte Vitamine oder dann brauchst du bestimmte dann brauchst du bestimmte Medikamente, damit du wieder besser, wieder gut wirst. Wenn du krank bist, dann hast du eben ein medizinisches Problem, nämlich Viren oder Bakterien oder Pilzbefall oder irgendeine Krankheit. Und die muss dann wieder geheilt werden und dann bist du wieder fit.
Und wenn du energielos bist, dann musst du entweder mental sagen, ich bin energievoll und deine Glaubenssätze bearbeiten, oder du musst an deinem Körper was machen, dass du bestimmte Präparate nimmst, um wieder gesund zu werden. Ich habe als Psychotherapeut und als jemand, der mit Menschen arbeitet, ein extrem anderes Bild, was ich komplett von der Schulmedizin, aber auch von diesem ganzen normalen Coaching- und Mentaltrainingszeugs unterscheidet. Ich gehe komplett anders dran, sondern ich sage, wir haben eine Psyche, wir haben eine Seele und die prägt dein ganzes Lebensgefühl, dein ganzes Sein. Und wenn wir krank werden, dann ist das in den seltensten Fällen durch Viren, Bakterien oder sonst was bedingt, sondern dann ist das ein Auslöser. Ich habe Menschen, die sind einfach energetisch topfit, die sind klar in ihrem Leben, die haben eine Ausrichtung und die werden einfach nicht krank. Ich werde zum Beispiel, ich habe noch nie in meinem Leben in den 30 Jahren, in denen ich Seminare gebe, ein Seminar wegen Krankheit absagen müssen. Ja? So, das ist statistisch nicht möglich, weil ich habe alle 2 Wochen ein Seminar. Ja? Also, das hat mit einer bestimmten Verfassung zu tun. Ja? Und es gibt Leute, die werden bei jeder Gelegenheit krank. Ja, da reicht, dass jemand irgendwie ins Gesicht hustet und dann haben sie schon Körönchen. Ja? Und andere laufen mit Maske rum, halten Abstand ein, gehen nicht mehr aus dem Haus und kriegen trotzdem Corona. So wie auch irgendeine andere Grippe. Es hat eben nichts damit zu tun, oder nur begrenzt damit, sondern du bist anfällig. Wenn du ein kaputtes Immunsystem hast, wenn du schwach bist, wenn du energielos bist, ja, wenn du kein Lebensziel hast, keine Motivation hast im Leben, kein geiles Leben hast, dann bist du einfach schwach und anfällig. Und wenn du depressiv bist, bist du extrem anfällig für Krankheiten. Und dann ziehst du sozusagen bestimmte Krankheiten an, weil du sowieso geschwächt bist. Ja, so wie ein kranker Baum kriegt Baumpilz und ein gesunder Baum eben nicht. Die Sporen, die Pilzsporen sind immer da. Ja. Und ich kenne so viele Fälle, wo Menschen dann eben gerade bei schweren Krankheiten, die sind dann nicht zufällig, sondern die haben immer mit einer psychischen Grundverfassung zu tun. Menschen, die sehr unglücklich in ihrem Leben sind, werden einfach schwer krank oder haben einen schweren Unfall. Natürlich ist das aus schulmedizinischer Sicht, aus wissenschaftlicher Sicht völliger Quatsch. Das ist wie das inflationäre neue Lieblingswort Verschwörungstheorie. Ja? Meine Erfahrung ist aber, ich habe sehr viele Beweise für diese Verschwörungstheorie, dass wir nämlich psychosomatische Krankheiten haben. Es gibt eine ganze Richtung in dieser Medizin und das gibt es ja seit Corona gar nicht mehr. Es gibt ja nur noch Viren und ein materialistisches Bild von Krankheit. Wir haben aber eine Psyche und die prägt. Wenn du stark bist psychisch, wenn du energievoll bist, dann wirst du einfach nicht krank. Dann kannst du mit Pest und Cholera und allem, und da gibt es viele Beispiele in der Geschichte, da kannst du wirklich verseuchtes Zeug essen und du wirst nicht ernsthaft krank. Und wenn du aber schwach bist, dann reichen 3 Bazillen und du liegst im Bett. Also, es geht um die psychische Verfassung, die du hast, dass du deine Lebensthemen bewältigst. Und ich kenne so viele Menschen, die in eine schwere Lebenskrise gekommen sind und dann eben oft eine schwere Krankheit hatten und im Nachhinein eben erkannt haben, es lag nicht an dem Krebs. Und deshalb hilft auch die reine Chemotherapie und Operationen und so weiter nicht, weil diese Menschen kriegen ja nach kurzer Zeit wieder Krebs, weil die Ursache für das Krebsgeschwür nicht weg ist. Ja? Wenn du chronisch krank wirst, dann hilft es nichts, alle möglichen Tabletten und Medizin und schulmedizinischen Behandlungen zu machen, weil deine Verfassung, deine psychische Verfassung immer wieder diese Krankheit hervorruft. Deine Krankheit ist ein Zeichen deiner Psyche, dich darauf hinzuweisen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist mit deinem Leben. Ja, ich kann immer nachweisen, bei mir und ich sehe es bei vielen Teilnehmern, wenn sie krank sind, dass es eben einen psychischen Grund gibt. Das kann sein, total unglückliche Beziehung. Das macht krank, wenn du deine Frau von morgens bis abends hasst oder dich über deinen Partner von morgens bis abends aufregst. Nur streitest, unglücklich bist, das macht krank. Wenn du für einen Arbeitgeber arbeitest, denn du denkst, das ist ein Vollpfosten, der Typ ist gestört,
der gehört in die Klapse oder ich weiß alles besser als der oder du arbeitest für eine Firma, die bescheuerte Produkte herstellt, die die Welt gar nicht braucht. Du fragst dich, was soll das Ganze? Ja, außer, dass ich mein Geld kriege und vielleicht nette Kollegen habe. Das macht krank, das zerfrisst die Seele. Oder du wohnst irgendwo in einer Gegend, die du eigentlich scheiße findest, wo die Nachbarn alle doof sind, wo lauter Verkehr ist, die Antennen, die Strahlenbelastung groß ist. Du fühlst dich einfach aus verschiedenen Gründen nicht wohl. Das macht krank. Ja? Oder du hast ein gestörtes Verhältnis mit deiner Familie. Wenn du schon an deinen Vater denkst, kriegst du Magengeschwür. Ja, dann kriegst du halt eben auch ein Magengeschwür, wenn du ein gestörtes Verhältnis da hast. Solche Dinge nennt man Psychosomatik. Das heißt, du kreierst eine Krankheit, weil eine psychische Disposition da ist. Das heißt, ein ungeklärtes Problem ist da. Es gibt einen Konflikt, es gibt eine ungeklärte Situation. Ich habe das Beispiel genannt, Beziehung, Familie. Das sind oft die klassischen Themen. Oder in der Arbeit eine Sinnlosigkeit, ein Gefühl von Sinnlosigkeit. Warum lebe ich hier eigentlich? Ja. Genauso ein Mangel an Körperkontakt macht krank. Ja, die meisten Menschen haben viel zu wenig Körperkontakt. Das macht krank. Man braucht viel Körperkontakt, um gesund zu werden, um gesund zu leben. Wir haben oft ein sehr gestörtes Verhältnis und seit Corona sowieso komplett gestört. Menschen, die viel Körperkontakt haben, werden gesünder und haben ein besseres Immunsystem. Aber das geht gesellschaftlich genau in die andere Richtung. Ja? Also wenn du zu wenig Körperkontakt hast oder überhaupt zu wenig soziale Kontakte hast, und damit meine ich nicht vom Bildschirm sitzen, das bringt dir nichts. Das sind keine echten sozialen Kontakte, sondern Menschen wirklich riechen, anschauen, sehen. Das ist ein kompletter Unterschied, ja, dem gegenüber sitzen, mit dem irgendwas unternehmen. Also wenn die sozialen Kontakte fehlen, wenn du isoliert bist, dann wirst du krank. Einsamkeit, gibt es viele Forschung zu, macht wirklich krank. Provoziert einfach Krankheiten. Du, also ein Gefühl von Sinnlosigkeit, Gefühl von unerledigten Konflikten, Konfliktpotenzial, auch ein Selbstkonflikt, also ein Selbstvorwürfe, mangelnder Selbstwert und so weiter. Das macht krank. Und das macht in der Form krank, da kannst du depressiv werden oder energielos werden. Du hast eben keine Lust zur Arbeit. Das Energieniveau sinkt, wenn du solche Baustellen im Leben hast. Ja, wenn du zum Beispiel in einer Beziehung unglücklich bist und denkst, ich bin mit der falschen Frau verheiratet, hast aber nicht die Eier, dich zu trennen oder es gibt auch Kinder und gute Gründe, dich nicht zu trennen, leidest aber täglich drunter. Ja, hast keinen Sex oder grottenschlechten Sex. Ihr streitet nur, du lässt die Respektlosigkeiten von der Frau bieten und weißt auch, dass du eigentlich ein Mamasöhnchen bist und keine Eier hast und müsstest eigentlich mal streiten und weißt genau, du machst es nicht. Das zerfrisst dir die Seele, das macht dich krank. Ja, und dann wirst du depressiv, dann wirst du energielos, dann das frisst dir deine Energie auf. Genauso wie wenn du zur Arbeit gehst und das Gefühl hast, ich mache was Sinnloses. Das zerfrisst dich. Dann wirst du energielos, weil du genau weißt, du tust das Falsche. Wenn du in einer Gegend wohnst, die einfach scheiße ist und du wohnst da halt, weil es so praktisch ist oder weil du den Arsch nicht hochkriegst, woanders hinzuziehen, dann macht dich auch das krank, weil dein soziales Umfeld ist eigentlich so, dass du dich nur darüber aufregst. Wenn du überwiegend mit Menschen Kontakt hast, die dich nerven, die dich krank machen, die mit denen du in Streit bist oder deren Einstellung, Lebenshaltung, Werte du ablehnst, das macht dich auch krank. Dann passt du dich irgendwie an, aber es macht dich eben krank. Und dieses Krankmachen, wie gesagt, kann eine psychische Krankheit sein, wie Depression, Energielosigkeit oder sowas. In sehr vielen Fällen aber manifestiert sich das körperlich. Das nennt man dann Psychosomatik. Also wenn du deinen Ärger runterschluckst, dann kriegst du Magengeschwür. Ganz klassischer Beispiel, Krebs, blockierte Energie, ja, blockierte sexuelle Energie, zurückgehaltene sexuelle Energie. Dann kriegst du Prostatakrebs oder Hodenkrebs. Nicht nach ein paar Monaten, aber nach einigen Jahren oder Jahrzehnten. Und so wirkt sich körperlich aus, was die psychische Verfassung ist. Die Themen wirken sich aus. Und das kann langfristig sein. Wie gesagt, ein Magengeschwür kriegst du nicht, weil du ein paar Monate Stress hast. Ja, das geht über Jahre oder ein Krebs oder andere schwere Krankheiten. Aber es gibt eben auch dann
Krankheiten, die dann aktuell dich auf was hinweisen. Also zum Beispiel, ich kenne das bei mir, wenn ich total überlastet bin, überarbeitet bin, zu wenig Zeit nehmen für Sport, für Rausgehen, draußen Sport zu machen, dann werde ich krank, dann kriege ich eine Erkältung zum Beispiel oder Grippe, um mich zu regenerieren, um mich zu zwingen, runterzufahren, mal einen Stopp zu machen. Ja? Wenn ich das rechtzeitig erkenne, cancel ich alles, ziehe mich zurück, meditiere, gönne mir Massagen, gehe in die Sauna und mach die Dinge, die mir wirklich gut tun und kriege dann die Kurve noch. Wenn man dann sagt, nee, ich geht jetzt aber nicht, ich muss aber, dann reagiert der Körper. Also der Körper ist intelligent. Es ist eben nicht nur ein mechanistisches Werkzeug. Es ist nicht wie ein Auto. Ja, unser Körper hat eine eigene Intelligenz und er braucht es, dass man liebevoll mit ihm kommuniziert, dass man versteht, was die Signale des Körpers sind. Und leider leben wir in einer Zeit der sehr materialistischen Auffassung. In diesem Jahr eben in einer ganz extremen Form. Der Körper ist irgendwas, was Technisches, was funktionieren muss. Und wenn es nicht richtig funktioniert, gehst du zum Arzt, er gibt dir die Pille oder eine Spritze und dann funktioniert er wieder. Ja, und dieses Bild prägt ja auch die ganze Corona-Debatte. Sie fragen, warum werde ich krank? Könnte es sein, dass ich unglücklich bin? Könnte es sein, dass ich überfordert bin? Könnte es sein, dass ich ein Leben ohne Rast und Ruhe lebe? Was einfach chaotisch ist, könnte es sein, dass diese Belastung zu groß ist, sei es durch Hyperaktivität, sei es durch Stress, sei es durch Strahlenbelastung oder Umweltgifte. Es gibt viele Faktoren, ja, die zusammenkommen. Dann kriege ich eben Überlastungssyndrome und dann werde ich eben krank. Ja. Und das ist der... da geht es nicht nur um körperliche Gesundheit. Unser Körper ist eben nicht ein technisches Gerät, sondern er hat eine Intelligenz und hat Botschaften für einen. Und solange ich wie mit Menschen arbeite, helfe ich Menschen zu erkennen, was ist die Botschaft deines Körpers? Was ist gerade mit dir los? Warum kommst du in eine Lebenskrise? Warum hast du diese oder jene Krankheit? Und oft erkennen die Menschen dann die ungelösten Lebensthemen, denen man wegläuft. Das Gefühl von Sinnlosigkeit, ja. Auch eine spirituelle Krise sehr häufig. Gefühl von, ich habe zwar viel erreicht, aber es fühlt sich so sinnlos an. Unglück in der Beziehung, ein sehr häufiges Thema, wo viele Männer sich mit rumkämpfen. Wenn du nach Hause kommst und kriegst einen Hals oder bist unglücklich, fühlst dich respektlos behandelt, hast keinen tollen Sex, du stehst überhaupt nicht mehr auf deine Frau, dann macht das auf Dauer eben krank und du verstellst dich und du lebst ein Leben, was du nicht willst. Als ein Beispiel, genau, also Beziehung und Unzufriedenheit in der Beziehung und Sinnlosigkeit in der Arbeit, die man tut, sind zwei sehr typische und häufige Krankheitsursachen. Und wenn man die nicht angehen will, naja, da muss man halt die Symptome bekämpfen. Nun, es gibt individuelle Krankheiten, aber es gibt eben auch gesellschaftliche Krankheiten. Also ich weiß das, weil ich viel in zum Beispiel Brasilien, im Amazonas viel gelernt habe über schamanische Ausbildungen. Und die haben halt ein komplett anderes Verständnis als unsere Schulmedizin. Und da geht es zum Beispiel darum, wenn das im Dorf viele krank sind, dann sagen sie, das Dorf hat eine Krankheit. Dann macht das Dorf eine Therapie gemeinsam. Ja? Weil wenn viele Jugendliche gewalttätig sind im Dorf, dann sagen sie, wir haben als Dorf ein Problem. Dann machen die als Dorf Rituale und ihre Form von Therapie. Dann sagen sie, es wird Zeit, ein Ritual zu machen und uns zu heilen. Weil sie sehen eine Gemeinschaft und sie sehen, dass da etwas aus dem Lot geraten ist. Nun, weltweit ist vieles aus dem Lot in diesem Jahr geraten. Ne? Viele Menschen werden krank, beziehungsweise sie werden nicht krank, sondern viele Menschen haben Angst vor Krankheit plötzlich. Ja? Man kriegt plötzlich, es wird eine Angst geschürt vor der Krankheit und die Menschen merken erstmal, wie ängstlich sie eigentlich sind, wie groß ihre Angst ist und wie leicht sie sich ängstigen lassen. Und auch das, also ich gehe davon aus, es ist eine weltweite Angstneurose, die gerade hier passiert und die natürlich schamlos ausgenutzt wird mit den bekannten Folgen.
Aber ich bin erstaunt, wie viele intelligente Menschen sich ängstigen. Ja, ich habe Corona gehabt, viele haben Corona gehabt. Ja, mein Gott, dann hast du ein bisschen Grippe und gut ist. Ja. Und die Grippesaison viel schlimmer. Ja, ich habe ganz andere Krankheiten in meinem Leben gehabt, die tausendmal schlimmer waren. Also eine Lungenentzündung oder eine Meningitis und selbst eine Gelbfieberimpfung, die ich habe vor vielen Jahren mal machen lassen für meinen Flugschein in Brasilien. Da bin ich fast dran verreckt. Also das ist richtig übel, Gelbfieberimpfung. Ne? Also da habe ich gedacht, ich sterbe. Das Corona harmlos dagegen. Also wenn du siehst, was andere Generationen, Cholera, Pest und so weiter, da gibt's ganz andere Krankheiten, Tetanus und so weiter, Tollwut und was es da noch alles gibt. Also es geht nicht um diese Krankheit, es geht um diese Angstneurose. So, und da muss man sich fragen, warum, was ist gerade los? Wie viel Angst habe ich? Und diese Angst ist gerade sehr, sehr greifbar. Dass diese Angst macht, greift die Menschen. Und was passiert, wenn Menschen in Angst leben? Also ich kriege das ja mit. In den Trainings geht es viel darum, die Lebensangst zu verlieren. Viele konkrete Ängste, sich den Ängsten zu stellen. Männlichkeit heißt, sich seinen Ängsten zu stellen. Und eben heute machen die Jungs das schon nicht. Ja? Und ich trainiere meine Jungs immer von klein auf, sich ihren Ängsten zu stellen. Und kleine Initiationen, kleine Mutproben zu bestehen, das haben wir nicht. Und die Menschen werden immer ängstlicher, speziell die Männer. Und das ist tragisch, das mit anzusehen. Und es reichen Kleinigkeiten, um sie wirklich zu ängstigen. Und sie gehen diese Ängste nicht an. Das fängt damit an, dass man nicht streitet, dass man nicht seine Meinung sagt, dass man Angst hat, anzuecken, Angst hat, sozial ausgegrenzt zu werden, Angst hat, bei seiner Meinung zu bleiben und Folgen dafür zu riskieren, Angst hat, eine schöne Frau anzusprechen, Angst, einen Korb zu kriegen, Angst, seiner Frau zu sagen, hey, dass man gerne mal einen Dreier haben will oder dass man sexuell gerne was anderes machen will, haben die meisten eine Angst vor, machen heimlich dann irgendwelche Geschichten, anstatt das anzusprechen und dafür zu gehen, dass man mal was Neues ausprobieren will. Die meisten Frauen sind da durchaus offen für, wenn man das ein bisschen intelligent und auch mit Herz macht und die Wünsche der Frau mit einbezieht, aber auch klar dabei ist, dann lässt sich da in der Regel sehr viel machen. Ne? Aber die meisten Männer haben eben Angst. Angst vor Konflikten, Angst, Dinge anzusprechen, Angst, beruflich für das zu gehen, was sie wollen. Das ist meine Arbeit, ja, Männer aus ihrer Angst rauszuholen. Und was wir gerade erleben, ist eine Zeit der panischen Angst. In den Medien wird Angst geschürt. Die Maßnahmen schüren Angst. Und das fällt eben auf fruchtbaren Boden, psychologisch. Also das Virus ist nicht das Problem. Das ist ein Grippevirus, was eben grassiert, ja, und eine Variation davon. Ob die jetzt schlimmer ist oder weniger schlimm als das letzte Grippevirus, also die Todeszahlen sagen, es viel weniger schlimm ist, aber brauchen wir uns nicht drüber streiten. Es ist nicht wie Cholera. Es steht nicht das Ende der Menschheit an, ja. Also das ist nicht der Punkt. Es geht um diese Angst. Und wir leben in einer Zeit, wo gerade die Menschen sehr viel Angst haben. Was sehr spannend ist, das wird ja schon, diese Angst wird natürlich auch gezielt geschürt. Ja? Angst vor den Migranten 2015, hier durch, indem man die Grenzen öffnet, diese Ängste gezielt schürt, dann Angst vor der Klimakatastrophe, die Erde, die Menschheit stirbt aus, die Erde geht unter, die wird dann ganz gezielt geschürt, auch diese Angst und jetzt Angst vor Krankheiten, vor Infektionen, vor einer Virusinfektion, die geschürt wird und gezielt ausgenutzt wird. Und das fällt eben auf fruchtbaren Boden. Ach, vorher war natürlich die Angst vor dem Terrorismus, der seit 2001. Also es werden von staatlicher Seite, Regierungsseite immer die Ängste geschürt und zwar dieses Jahr in einer extremen Form mit natürlich entsprechenden Maßnahmen. Und die Frage ist ja, wir haben offensichtlich dann als Volk, aber auch weltweit gerade, große Ängste. Und ich bin, wie gesagt, gerade in Brasilien auf dem Land und hier hat keine Angst so vor Corona. Das ist sehr entspannt, die Leute laufen ohne Maske rum, ohne Abstand. Die letzte Nacht haben wir nicht so gut geschlafen, weil hier nebenan einfach Party war mit Live-Musik. Und ja, offiziell gibt es so ein paar Regelungen. Klar, die offiziellen Partys sind abgesagt, aber die Leute machen Partys. Und ich bin hier
im letzten Monat, wo ich hier bin, noch nicht ein einziges Mal aufgefordert worden, eine Maske aufzuziehen. Es gibt ein paar Ängstliche, die setzen eine Maske auf, ja. Aber die meisten scheren sich nicht drum. Wir sind natürlich in Deutschland ein Volk, die sich sehr ängstigen, die sich ängstigen lassen, vor allem von Autoritäten, sehr autoritätsgläubig sind. Sonst wäre sowas wie der Nationalsozialismus oder auch die DDR nicht möglich gewesen. Das zeigt sich hier im Vergleich ganz eindeutig. Und das ist das Thema, mit dem es gilt, sich auseinanderzusetzen. Eine Angstneurose, eine übertriebene Angst. Und meine Arbeit ist eigentlich schon lange, jetzt nicht die Angst vor dem Virus, aber überhaupt, für Ängste gibt es immer Projektionsflächen. Ich habe ja schon Beispiele genannt, die dann gefördert werden. Angst vor Terrorismus, Angst vor Klimawandel, Angst vor Fremden, Angst vor dem Virus. Aber persönlich gibt es natürlich viele andere Ängste. Und meine Arbeit ist, Menschen aus der Angst zu führen und speziell Männer aus der Angst rauszuführen. Weil wenn du ein Angsthase bist, bist du kein maskuliner Mann. Eine Frau wünscht sich einen Mann. Ja, muss der angstfrei sein? Nein, muss er nicht. Ängste sind normal. Ängste sind wichtig. Ängste zeigen dir, wo Gefahren sind. Ein Mann, der mit seinen Ängsten in der positiven Form umgehen kann, das ist wichtig. Ein Mann, der seine Ängste im Griff hat und der darüber steht, der mutig ist, der für die Dinge geht, die er für wichtig hält. Und es geht also darum, sich dieser Angst zu stellen. Diese Angst zu stellen, was ist deine Angst und wie kannst du sie überwinden? Und es gibt eben nicht nur eine, es gibt mehrere Ängste, die stärker zu machen. Und das, was gerade gesellschaftlich passiert ist, aus psychotherapeutischer Sicht so, dass wir alle gerade mit unseren Ängsten konfrontiert werden. Eben die Angst vor dem Tod, Angst vor Krankheit, Angst vor Kontrollverlust. Und das fällt eben auf fruchtbaren Boden. Das fällt auf fruchtbaren Boden, sodass dann auch das Gehirn ausgeschaltet wird. Deshalb kommt man mit rationalen Argumenten gar nicht weiter. Deshalb kann das eben auch schamlos ausgenutzt werden von denen, die hinter der Angst stehen, die dann da drüber stehen. Und es geht also darum, sich damit auseinanderzusetzen. Wie können wir angstfrei leben, sich nicht einschüchtern lassen, sich nicht ängstigen lassen? Und ein Argument, eine wichtige Haltung ist, sich permanent diesen Ängsten zu stellen, permanent etwas zu tun, wo man seinen Werten treu ist, wo man dann genau das provoziert, wovor man Angst hat. Also wenn du Höhenangst hast, musst du jeden Tag einfach runterspringen. Wenn du Angst vor dem Wasser hast, musst du jeden Tag baden gehen. Wenn du Angst vor Streit hast, musst du jeden Tag streiten. Wenn du Angst vor schönen Frauen hast, musst du jeden Tag eine schöne Frau anbaggern. Wenn du Angst vor Krankheiten hast, dann lauf ohne Maske rum und geh ins Krankenhaus oder so. Ja? Da kommst du nicht rein, aber geh dahin, wo dann kranke Menschen sind. Konfrontier dich mit dem. Und andererseits stärke deinen Mut. Und Mut ist das, was du brauchst, psychologisch, um zu konfrontieren. Aber auf der körperlichen Ebene ist der Mut das Immunsystem, also stärke dein Immunsystem, ja, die Abwehrkräfte. Mut brauchst du, wenn du streitest, dass du das aushältst, dass du nicht die Nacht im Bett liegst und denkst, ach, jetzt habe ich meine Meinung gesagt und der andere mag mich nicht mehr, oder hast deiner Partnerin die Meinung gesagt und denkst, ach, jetzt habe ich bestimmt wochenlang wieder keinen Sex. Und so sind Männer oft gestrickt, dann kneifen die sich ihre Meinung, machen sie einen Knoten in den Schwanz und laufen als Neutrum rum. Ja, also lerne, Mut zu entwickeln, lerne, immun zu werden gegen Angriffe. Angriffe von Viren, von Bakterien, aber Angriffe von Zicken, von Kampfemanzen, von bescheuerten Leuten, ja, die dir sagen müssen, trag deine Maske oder wie auch immer. Ja, also gehe gezielt dann dagegen an, gegen deine Ängste, und lebe und setz dich mit diesen Ängsten auseinander. Und das ist unsere Arbeit seit vielen Jahren. Und das Ergebnis ist, die Menschen, die angstfreier leben, die sich diesen Themen auch widmen, den Ursachen von Krankheiten, den Ursachen von Ängsten, die leben glücklicher und freier, mutiger.
Das ist der Punkt. So, und es gibt eben persönliche Ängste und es gibt überpersönliche Ängste. Es gibt zum Beispiel Familienthemen. Wer das zu esoterisch findet, also mach mal eine Familienaufstellung, dann wirst du sehen, es gibt nicht nur individuelle Themen, es gibt auch Themen, die die ganze Familie betreffen und Überzeugungen, Glaubenssätze oder Verhaltensweisen. Ja? Und so gibt es die auch für eine ganze Region, ein ganzes Volk oder für die ganze Welt. Und wichtige Entwicklungen, die man erlebt, sind eben energetische Dinge, sind eben psychologische Prozesse. Ja, es gibt nicht nur, es gibt einerseits natürlich Kriegstreiber, es gibt natürlich Regierungen und dahinter die Drahtzieher, die Eliten, brauchen wir jetzt nicht spekulieren, wer das ist, die natürlich ein Interesse hatten, den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg und viele andere gravierende Dinge, Entwicklungen zu beeinflussen und auch jetzt mit dem Coronavirus und der Abschaffung, der schrittweise Abschaffung der Demokratie, Kontrolle, Totalüberwachungsstaat zu installieren. Natürlich gibt es da Interessen und die machen das auch sehr geschickt. Und es gibt genügend Menschen, die da mitmachen, die eben sich das nicht anschauen wollen, ihre eigenen Ängste, die sich nicht mit dem Tod auseinandersetzen wollen, die nicht meditieren wollen, die keinen Mut entwickeln wollen, die Angst haben, sich sozial ausgegrenzt zu werden, zu diskutieren und so weiter, die Angst haben vor dieser unsäglichen Beleidigungs- und Ausgrenzungsmasche. Ne? Das sind ja alles Nazis, Verschwörungstheoretiker, Covidioten und Corona-Leugner, sobald du irgendwas Kritisches sagst. Also, aber das zeigt dann nur, dass es eben auch genug gibt, die das stört. Also mir ist das egal, ich bin ja schon immer die Begriffe habe ich ja schon alle aufgezählt. Klimaleugner bin ich noch und was Nazi und Frauenfeind und ach, ich weiß nicht was alles. Das ist schon, seit ich publiziere so, mir ist das ziemlich scheißegal. Weil die Leute, die mich da beschimpfen, können mir fernbleiben. Mit denen habe ich eh keinen Spaß. Aber es kommen eben genug andere. Unsere Seminare sind immer ausgebucht, jetzt in dieser Zeit auch. Die sind immer ausgebucht. Warum? Weil es genug andere gibt, die sich nicht von diesem medialen Scheiß einmachen lassen und die sich bereit erklären, sich ihren persönlichen Themen zu stellen und nicht davor wegzulaufen, zu projizieren. Weil, schaut, das grundlegende Problem in der Psychosomatik oder bei psychischen Krankheiten ist die Projektion. Das heißt, du erkennst die Ursache nicht bei dir, sondern schiebst sie auf etwas im Außen. Ja? Also deine Freundin macht dich krank. Du bist nicht schuld, sondern deine Freundin, weil sie so doof ist. Aber du bist ja nicht zwangsverheiratet. Zwangsehen gibt's nicht mehr. Oder dein Chef oder deine Firma ist schuld. Ja, bist du Sklave? Die Sklaverei ist doch abgeschafft. Du kannst kündigen. Ja, dann habe ich kein Geld mehr. Nein, du verhungerst in Deutschland nicht. Du kannst Flaschen sammeln. Ja, man verhungert nicht. Und gibt auch Hartz IV. Und bald gibt's ein Grundeinkommen. Also, das Argument zählt nicht. Oder im medizinischen Bereich, dass man, das Virus ist schuld. Ja? Das Virus ist nicht schuld. Du bist schwach und bist angreifbar für das Virus. Ja, weil du überarbeitet bist, weil es bestimmte Gründe gibt. Ja? Also, das Virus ist nicht schuld dafür, dass du krank wirst. Der Grund ist nicht im Außen. Das ist Materialismus pur. Materialismus sagt immer, wir sind im Außen. Psychologie sagt, es gibt ein Grund in dir, warum du krank wirst. Es ist nicht das Virus, es ist nicht deine Freundin, es ist nicht der Arbeitgeber, es ist nicht der andere, der dich beleidigt hat oder der irgendwas mit dir macht, sondern es gibt etwas in dir, was nicht rund läuft. Sei es akut nicht rund läuft, also akut zum Beispiel gerade überarbeitet oder ein akuter, ungelöstes Problem oder ein chronisches Problem. Ja, eine chronische Sinnlosigkeit. Oder eben ein spirituelles Problem, dass du eine Sinnlosigkeit im Leben hast. Dass du etwas tust, was du ablehnst. Dass du eine Beziehung führst, in der du unglücklich bist. Dass du ein Leben führst, für das du dich eigentlich schämst. Wo du eigentlich ehrlich gesagt sagst, wenn ich jetzt sterben würde, hätte ich nicht das Gefühl, ich habe ein grandioses Leben gehabt. Ich habe was hinterlassen. Ich habe was Tolles erreicht. Ja? So, ich habe mein Potenzial verwirklicht. Das ist meine Arbeit, Menschen zu helfen, ihr Potenzial zu verwirklichen, damit du jederzeit im Grunde sterben kannst und sagen kannst, hey, ich habe das Maximum gegeben und ich hinterlasse auch was.
Ich habe Menschen geholfen. Ich habe die Welt verändert. Ich habe die Welt verbessert. So, der zweite Teil ist das Energieniveau. Ja, Krankheit und Energie hängt zusammen. Wenn du krank bist, hast du wenig Energie. Wenn du ängstlich bist, hast du wenig Energie. Wenn du mutig bist, hast du viel Energie. Und je mehr du in dieser Projektion bist, bist du in der Angst. Weil dann hast du nicht die Kontrolle. Du hast keine Kontrolle vor Terroristen. Vermeintlich, ja, durch die ganzen Sicherheitsmaßnahmen hast du dann Kontrolle. Akzeptierst du die? Ja? Das ist ein geschickter Schachzug. Der ist ja nie wieder zurückgenommen worden seit 2001. Wir haben uns ja an Schikanen an den Flughäfen dran gewöhnt. Eingriff in den persönlichen Bereich, unverschämte Fragen, dir ein Taschenmesser wegzunehmen oder ein Feuerzeug oder dem Kind irgendein spitzes Spielzeug. Ja, es ist ja lächerlich, ne? An was wir uns da gewöhnt haben. Aus Angst. Angst vor Terroristen. Wie viel kennst du, die durch Terroristen umgekommen sind? Frag dich. Ne? Angst vor Migranten. Ne? Angst vor Klimawandel. Ja, wer ist denn gestorben durch den Klimawandel bislang? Ne? Angst vor Corona. Wer ist denn wirklich kerngesund und dann an Corona gestorben? Ja? Und unter 80. Frag dich, wie viel erkennst du da? Ja? Also, diese Ängste werden durch diese ganzen überzogenen Maßnahmen befriedigt, die dich dann vermeintlich schützen. Und das ist natürlich eine Lebensweise. Man kann vermeiden, du kannst natürlich in einer Klinik leben und dir jeden Tag die Hände desinfizieren. Oder du kannst sagen, hey, das Leben hat, draußen gibt es unendlich viele Viren, Bakterien und ich weiß nicht was. Und meine Kinder spielen im Schlamm und essen irgendwelche Tiere, die sie da finden, nehmen die in den Mund und dann haben sie mal Dünnschiss und kotzen nochmal. Aber das habe ich als Kind auch so gemacht. Was haben wir an Mist gespielt und was haben wir an Tieren gefuttert oder so als Mutproben? Hey, das gehört einfach dazu, ja? Und dann isst man mal ein giftiges Tier, ja, aber man stirbt doch da nicht dran. Also, es geht darum, die Gründe in dir zu finden, aus dieser Projektion rauszukommen. Die Gefahr ist im Außen und ich muss mich davor schützen. Ja, im Moment ist die Gefahr das Virus und das Gefahr sind die anderen Menschen. Jeder Mensch ist plötzlich ein Virenträger, eine Gefährdung und deshalb musst du dich isolieren. Und ich sage genau das Gegenteil. Nein, umarme jeden. Zieh dir ein T-Shirt an, Free Hugs, umarme die Menschen. Die Menschen werden krank, weil sie keinen Körperkontakt haben. Die Menschen werden krank, weil zu wenig Mitgefühl da ist, zu wenig Liebe, Einfühlungsvermögen, Kontakt untereinander, ja, echte Begegnung miteinander, ja, Streiten. Echter Streit ist nah, eine echte Begegnung. Aber wenn man sich nur Positionen wie in den sozialen Medien da um den Kopf haut, da entsteht ja kein Kontakt, da entsteht ja keine echte Begegnung oder Nähe. Ja, ein echter Streit zeichnet sich dadurch aus, dass es echte Begegnung, echte Nähe gibt. So, das sind die Dinge, die dich gesund machen, die dein Energieniveau erhöhen. Jemand, der seinen Potenziale lebt, der sich seinen Ängsten stellt, der die Gründe für Konflikte, für Probleme in sich sucht, die wahren Gründe, und die dann auflöst. Das ist jemand, der hat automatisch, wacht mit einem lachenden Auge auf und schläft mit einem lachenden Auge ein. Warum? Weil du einfach ein anderes Lebensgefühl hast und weil du siehst, die Gründe sind in mir und ich kann die Welt mitgestalten und kann sie verändern. Und natürlich wird es Enklaven geben von Ängstlichen, natürlich. Wir schaffen uns Räume und ziehen eben Menschen an, die nicht ängstlich sind. Wir haben eine sehr, sehr klare Position von Anfang an vertreten. Das hat viele extrem empört. Wir sind beschimpft worden, denunziert und verklagt worden auch. Also die ganze Palette, die man sich vorstellen kann. Und bin ich glücklich drüber? Ja, erstens haben sie keine Chance, weil wir viel zu stark sind. Und zweitens hören wir sowieso nicht auf. Und drin ist das gut. Die kommen aus unserem Fanteil heraus. Mit solchen Menschen will ich nichts zu tun haben. Ja, die in ihrer Angst gefangen sind und nicht bereit sind, sich das anzuschauen. Die projizieren auf die anderen. Ihr seid die Bösen, ihr seid die Gefährder, ihr seid die, die wir denunzieren müssen. Ja, die sind nicht bereit, sich bei sich anzuschauen. Wo ist denn meine Angst? Und es gibt aber genug Menschen, mit denen wir uns umgeben, die da bereit sind, sich anzuschauen. Und wenn ich bereit bin, mir das anzuschauen, dann ist der andere Mensch eben plötzlich kein Virenträger und keine potenzielle Bedrohung mehr, sondern jemand, mit dem ich in Kontakt gehen kann. Und das ist das, was passiert. Echte Nähe, zwischenmenschliche Nähe, Körperkontakt.
dadurch kriegst du ein Herz. Was wir erleben, ist eine Zeit der extremen Herzlosigkeit. Ich habe das nicht für möglich gehalten. In unseren Seminaren war das schon immer so, dass die Herzlichkeit, die Nähe, der intensive Körperkontakt, egal ob zwischen Männern, zwischen Frauen, einem anderen Geschlecht, da ist eine extreme Nähe und Verbundenheit, eine Gemeinschaft von sehr authentischen Begegnungen entsteht da immer. Und das war schon vorher so. Was in diesem Jahr ist, ist es noch Lichtjahre entfernt von dem, was neue Normalität ist, nämlich komplette Kontaktarmut, Entkörperlichung, also die Menschen verlieren den Kontakt zu ihrem Körper, die Menschen Angst vor anderen Menschen, ja, Angst vor Nähe, sich verstecken hinter Masken, Abstand halten, denunzieren, Regeln einhalten. Die Einsamkeit wird immer größer und es wird eine Welt geben, natürlich, von Menschen, die da angezogen werden, die da in ihrer Projektion drin bleiben. Und es wird immer Schutzräume geben und wir schaffen sie aktiv von Menschen, die da nicht bereit zu sind. Ja? Schaut, es gab in der Vergangenheit immer Menschen, die konnten man versklaven, andere nicht. Ich habe mit einem Indio hier geredet und der sagt, wir sind nie versklavt worden durch die Spanier und Portugiesen und Holländer, die hier kamen in Südamerika. Die Schwarzen haben sich versklaven lassen. Die Indios haben gesagt, ihr könnt mich töten, aber ich werde mich nicht versklaven lassen. Und deshalb haben sie die meisten dann getötet. Und lässt du dich versklaven oder sagst du, dann müsst ihr mich umbringen? Ich lasse mich nicht versklaven, so viel steht fest. Ich spiele nach meinen Regeln und ich lebe nach meinen Werten. Und es wird immer genug Menschen geben, die das auch tun, die nicht in ihrer Angst, nicht in der Projektion gefangen sind. Und die wissen, es gibt mehr als das, was im Außen sichtbar ist. Es gibt einen spirituellen Hintergrund. Egal, wie wild das um dich tobt, egal, wie wild das Meer, wie aufgewühlt das Meer ist, es geht darum, diesen ruhigen Pol zu finden. Ich war gestern Abend kiten und der Wind hat ordentlich zugenommen, so 25 Knoten. Das wahrscheinlich musste zurück. Ich bin zum Strand runter, Downwind gemacht und musste wieder zurückhalten. Gegen recht hohe Wellen, das ist relativ flaches Wasser. Und das provoziert eben eine sehr unruhige, kurz hintereinander hohe Wellen, die schwer zu fahren sind. Das war ein bisschen anstrengend und sehr, sehr aufgewühlt. Und dann habe ich, ist schon anstrengend auch. Dann wurde es langsam Abend und einfach nicht so ganz geheuer, ne, wenn es dann dunkel wird. Und dann habe ich eine Sandbank draußen, weil es eben sehr flach ist, war eine Sandbank draußen. Die guckte nicht ganz raus, war so 10 Zentimeter tief. Man sah das ringsrum total aufgewühltes Wasser, weil es um die Sandbank herum einfach hochspritzte. Und dann habe ich angehalten auf dieser Sandbank, mein Board genommen. Und da kam die Sonne hinter den Wolken durch, Sonnenuntergang. Und das war ein geiler, magischer Moment, wo mir klar ist, hey, rings um dich herum tobt das Meer, spritzt die Wellen in alle Richtungen. Und hier ist ein Punkt, wo Ruhe ist, im Zentrum. Und lass es spritzen, so gefährlich, wie das aussieht, ringsherum. Erst wollte ich drum rumfahren und da bin ich genau dahin gefahren. Und das war die ruhigste Stelle. Ja, da spült das Wasser, es spritzt so ein bisschen, teilweise auch hoch, aber es war völlig ungefährlich. Und ich habe in Ruhe den Sonnenuntergang genossen und bin dann meine letzten Schläge zurück nach Haus. Also, egal wie hoch die Wellen toben, lass die Leute, die in ihren Projektionen, ihrer Angst leben und ihren Maßnahmen leben, ihre Dinge machen. Geh deine Ängste an, realisiere dein Potenzial, lebe deine Werte, was dir zwischenmenschlich wichtig ist. Lass dir nicht verbieten, Körperkontakt zu machen, Freunde zu treffen, Familie zu treffen, zum Armen, egal wie die Regeln sind. Ja? Sondern lebe nach deinen Regeln. Weil ich glaube, das kann man mittlerweile so sagen, dass die Regierung mit Recht und Demokratie hat das nichts mehr zu tun und mit Menschlichkeit schon mal gar nicht mehr. Ne? Deshalb, das ist das, was immer als erstes auch in Krisenzeiten der Menschheitsgeschichte untergegangen ist. Lass dir das nicht nehmen aus Angst, aus Hörigkeit. Lebe das, was dir wichtig ist. Versteckt oder konfrontativ, aber lebe nach deinen Werten. Ja? Und lass dich nicht ängstigen. Viele Grüße aus Brasilien in das dunkle Deutschland gerade. Ich schicke euch viel Sonne, viel Licht und vor allem viel Lebensfreude. Bis zum nächsten Mal.